Mutter, dat erf van Jesuwe. Mutter doen de boete in de keller het jiddige witte. Mutter, tu de Butte in die Kelle, tiebe Gewitter, das ist das Pseudo-Bönnsch wieder, ne? Das soll jetzt vornehm wirken, ja? Das ist so ein Zwischending zwischen Hochdeutsch und Bönnsch, ne? Wie gesagt, das typische Bönnsche ist, er hat nie die Wörter ganz ausgesprochen, vor allen Dingen, wenn er R am Schluss war nicht.